bin Siebekin Junior. Was kann ich für Sie tun? Ich will noch immer Ihre Werft. War unsere letzte Antwort nicht deutlich genug? Dinge ändern sich. Nicht bei den Siebekin. Der Arzt, zu dem Sie uns geschickt haben, ist wirklich spitze. Was macht mein Schiff? Läuft alles planmäßig. Wenn ihr weiter so viel arbeitet, schicke ich euch in Zwangsurlaub. Jeder andere Chef wäre froh, Mitarbeiter wie uns zu haben. Es gibt eine alte Tradition in diesem Haus. Die Arbeit bleibt draußen. Dein Vater hat sich daran gehalten und er war nicht weniger erfolgreich als du. Ich verstehe nicht, warum du mich so drängst. Weil es mehr für dich geben sollte als die Firma. Wenn ich mir um jemanden Sorgen mache, dann ist das mein Sohn. Er muss endlich anfangen, sein Leben zu leben. Und mit dem, was auf mich zukommt, kann ich umgehen. Was? Ihre Mutter hatte Krebs. Wussten Sie das nicht? Bitte entschuldigen Sie die Eile, aber es ist wichtig, dass wir das mit dem Testament so schnell wie möglich klären. Nein, wir warten noch auf den anderen Begünstigten. Den anderen Begünstigten? Jonathan Clark, bitte nehmen Sie Platz. Meine Mutter vermacht diesen Typen nicht einfach so ihren Anteil am Unternehmen. Der muss sie mit irgendwas unter Druck gesetzt haben. Wer sind Sie? Und was hatten Sie mit meiner Mutter zu tun? Du bist mein Sohn. Es gibt da jemand, der behauptet, mein eigentlicher Vater zu sein. Aha. Wissen Sie was davon? Damit es klar ist, ich muss mich mit Ihnen als Geschäftspartner abfinden. Aber ich hatte einen Vater. Ich habe überhaupt nicht vor, seinen Platz zu übernehmen. Gut, dann sind wir uns ja einig. Schau dich an. Immer am Laufen, Rennen. Du kommst gar nicht zum Schlafen. Du kommst gar nicht zum Leben. Wie lange willst du das durchhalten? Was willst du damit erreichen? Ein bisschen Unfrieden hier stiften? Damit du dir am Ende vielleicht doch noch die Firma unter den Nagel reißen kannst? Ich brauche keine Firma. Und ich brauche keinen Ersatzvater, der mit klugen Ratschlägen kommt! Also tu mir einen Gefallen und verschwinde! Du hast eine Menge zu lernen, mein Freund.